So, ich habe jetzt einmal das weiße Baumwollgarn, beziehungsweise das ist so ein Naturton. Jetzt nehme ich mir einmal den Kopf und werde den Kopf jetzt einfach hier auf den Körper nähen. Das heißt also, da könnt ihr jetzt einmal euch diese sechs Maschen, die noch am Körper sind, einmal zur Hilfe nehmen und dann einfach hier durch Kopf und durch Körper durchnähen. Auch hier, wie schon gesagt, der Körper wird nicht aufgefüllt mit Füllwatte. Es bleibt alles so leer und wird nicht aufgefüllt. Ruhig den Kopf richtig daran festmachen. Da könnt ihr euch, wie schon gesagt, die Maschen hier zur Hilfe nehmen. So. Ich mache jetzt nochmal eine zweite Runde, einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen. Es muss ja auch einigen kindlichen Reißtests überstehen. Und da wollen wir ja, dass alles gut geht. Und daher lieber noch eine zweite Runde umhäkeln, dann sind wir auf der sicheren Seite. So, sind wir fast fertig mit der Runde. So. Okay. Könnt ihr da einmal den Faden abschneiden. So, dann verknoten wir das alles schön und lassen das einmal in dem Kopf verschwinden. Da ist ja auch die Füllwatte mit drinne. Und hier mache ich auch noch mal eben Knoten rein. Doppelt oder fünffach hält besser. Okay. Als nächstes kommt jetzt einmal die Schnute. Die setzen wir wie hier einmal. So knapp eine Masche unter dem untersten Stück von der Pupille, von dem Sicherheitsauge sozusagen. Eine Masche darunter. Guck mal, wie das hier aussehen wird. Eine Masche darunter.
Genau, dann nehme ich mir vielleicht nochmal. Wo habe ich so? Ein paar Stecknadeln und mache das eben fest, damit das nicht verrutscht. Nee, das werde ich bereuen, wenn ich das hier mit vernähe. Das weiß ich jetzt schon. Das hat keinen Sinn. Ich nehme mir einmal gelben Baumwollfaden. Weil sonst geht das nicht gut. Das fusselt immer so stark auf zum Teil. Da ärgert man sich mehr als alles andere. Ich nehme das, ich tue mir das jetzt nicht an. Ich will mich nicht ärgern. Ich will, dass es schön hier ist mit uns. So, ich nehme jetzt einmal den gelben Baumwollfaden und ich versuche jetzt erstmal hier oben lang zu gehen. Ich muss jetzt hier auch ein bisschen beachten, dass wir bei den Augen, dass wir die natürlich ein bisschen reinziehen werden. Und wir wollen ja jetzt auch nicht, dass die Schnute sehr tief ist. Das heißt also, hier würde es wahrscheinlich schon ein bisschen höher sein müssen, damit das gut aussieht. Und mal gucken, ich setze hier mal an und versuche mich jetzt hier ein bisschen durchzuarbeiten. Wichtig ist, dass das hier so recht gerade bleibt. Und wir wollen es natürlich auch gut fixieren. So. Und so. Und dann nehmen wir das hier schön an. Und dann geht es hier rum weiter. Bin ich noch im Bild? Oh ja, so halt, ne? Und hier genau das gleiche. Einfach darauf achten. Die Schnute recht gerade dann festzumachen. Ups. Auch hier mache ich jetzt noch eine zweite Runde und verknote dann die Fäden und tue sie dann einmal hier in den Kopf mit reinbringen. Aber ja, das könnt ihr jetzt einem auch selbstständig machen. Ich gehe hier auch noch einmal eine zweite Runde durch und dann sehen wir uns gleich danach wieder. Bis gleich. So, jetzt haben wir das auch gemacht. Als nächstes machen wir jetzt einmal das Schwänzchen. Das heißt Rückseite und dann einfach hier auch. Ach, das passt ja ganz gut. Hier habe ich noch ein bisschen Rest von dem Garn. Das zeige ich euch jetzt einmal auch. Würde ungefähr sagen, hier, das heißt also ab dem Schritt so eins, zwei, vielleicht drei Reihen ab diesem Schritt hier. Eins, zwei, drei Reihen nach oben. So wird das auch festgemacht und angenäht. Gucken, ob das hier auch so ist.
Ja, ist auch so. Dann einfach auch hier das so annähen. Und danach sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt haben wir das Schwänzchen auch angenäht. Als nächstes machen wir jetzt einmal den Kopfschmuck. So, das können wir jetzt schon mal an der Seite liegen lassen. Jetzt machen wir einmal den Kopfschmuck. Und dafür habe ich jetzt einfach ganz normal hier so Baumwolle genommen und muss jetzt einmal wechseln auf die 2,5 mm Häkelnadel. Und wir starten mit 45 Luftmaschen. Das heißt also, ihr macht jetzt einmal 45 Luftmaschen, hier mit einer Kettmasche verbindet und das ist dann das Haarband. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. So, ihr könnt das auch immer noch mal anhalten an den Kopf, dass ihr das einmal dran haltet und dann einmal austesten, ob das hier hinten auch tatsächlich. Ihr seht das jetzt nicht. Also einmal so dran halten und dann halt einfach gucken, ob das hier hinten so auch passt. Ja, das passt hier aber ganz gut mit den 45 Luftmaschen. Das heißt also, wir können das jetzt hier mit einer Kettmasche in der ersten festen Masche verbinden. Achtet ein bisschen darauf, dass sich das nicht verdreht. Dann einfach eine Kettmasche und dann habt ihr schon mal das Haarband fertig. Da lasse ich jetzt einmal den Faden etwas länger, weil wir das ja dann direkt an den Kopf annähen. Das soll jetzt kein wackeliges etwas Accessoire sein, sondern es soll fest vernäht bleiben mit dem Kopf. So, das ist schon mal das Haarband. Ich habe jetzt extra so ein kleines aus Baumwolle genommen, weil das finde ich ist ein bisschen filigraner, als wenn man jetzt so ein dickes Chenilgarn dafür benutzt. Als nächstes machen wir jetzt einmal die Blume. Da habe ich jetzt einmal das Rosa hier genommen und jetzt einfach in den Maschenring. Also wir machen hier einmal einen Maschenring und jetzt kommt in den Maschenring ein halbes Stäbchen. Dann kommen zwei Stäbchen. Eins, zwei. Dann kommt ein halbes Stäbchen. Und dann kommt eine Kettmasche. Und das ist das erste Blütenblatt. Also nochmal ein halbes Stäbchen, zwei normale Stäbchen. Das ist das erste, das ist das zweite, dann wieder ein halbes Stäbchen und eine Kettmasche. Das ist das zweite Blütenblatt. Jetzt machen wir das nochmal. Ein halbes Stäbchen, zwei ganze Stäbchen, eins, zwei, dann ein halbes Stäbchen und eine Kettmasche.
Ein letztes Mal. Ein halbes Stäbchen. Zwei ganze Stäbchen. Ein halbes Stäbchen. Und eine Kettmasche. So, jetzt haben wir alle vier Blütenblätter sozusagen fertig. Schwups. Jetzt schneiden wir einen längeren Faden ab. Auch wieder, damit wir das annähen können. Ziehen das einmal hier durch. Und mit dem Anfangsfaden, also diesem kleinen Stückchen, ziehen wir das einmal so fest. So, und jetzt ist hier so eine kleine Blüte entstanden. So, und dann kann man hier hinten so einen Knoten noch machen, um das nochmal abzusichern. Und dann kommt das später so an das Haarband mit angenäht. Und ich mache auch ein paar Stiche durch den Kopf, damit das nochmal ganz sicher ist. Jetzt kommen wir zu den Blütenblättern. Da machen wir 7 Luftmaschen. Davon machen wir auch 2, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt machen wir eine Kettmasche in die zweite. Dann ein halbes Stäbchen. Dann 2 Stäbchen. Erstes und zweites. Dann ein halbes Stäbchen. Und dann 2 Kettmaschen in die letzte, damit wir ein bisschen rumkommen. Jetzt machen wir wieder ein halbes Stäbchen. Jetzt machen wir 2 Stäbchen. Eins, zwei. Jetzt machen wir ein halbes Stäbchen. Und hier kommt eine Kettmasche rein. So, und jetzt machen wir, das ist das Blatt Nummer 1, und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Das heißt, wir machen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt machen wir wieder eine Kettmasche. Dann machen wir ein halbes Stäbchen. Dann machen wir 2 Stäbchen. Eins, zwei. Dann machen wir ein halbes Stäbchen. Und dann machen wir 2 Kettmaschen, um da rumzukommen. Eins und zwei. Wenn es denn dann will. So, und dann geht es weiter hier auf der Seite. Dann machen wir ein halbes Stäbchen. Dann machen wir 2 ganze Stäbchen. Ein halbes Stäbchen. Und eine Kettmasche. Schwups. Können wir den Faden wieder auch ein bisschen länger abschneiden. Mache ich das einmal hier feste. So, und jetzt sind so zwei
Blütenblätter entstanden und die kommen so hier drunter und dann kommt das alles quasi auf das Haarband drauf genäht. Zeige ich euch das jetzt einmal nochmal. Also ich befestige jetzt das Haarband, das wird ganz befestigt an den Kopf. Dabei das Einzige, worauf ich jetzt achte, ist, dass es beides auf der gleichen Höhe hier ist. Also hier genauso in der gleichen Reihe ist wie hier. Und dann kommt die Blüte dran, die Blume dran und einmal die zwei Blätter. Aber ich denke, das könnt ihr auch alleine einfach festnähen. Am besten auch ein bisschen mit in den Kopf reinnähen. Und ich gehe hier komplett durch und mache das Band einmal fest an den Kopf. Und dann sehen wir uns gleich danach wieder. Bis gleich. So, ich habe das jetzt alles hier angenäht. So sieht es dann jetzt fertig aus. Als letztes mache ich jetzt einfach die Augen, beziehungsweise dass ich einfach die Wimpern und die Augenbrauen mache. Dafür nehme ich mir jetzt nochmal schwarzes Baumwollgarn. Ihr könnt auch, wenn ihr mögt, eine vielleicht helleres Braun nehmen oder so, wenn euch das lieber ist, anstatt schwarz. Aber ich finde schwarz jetzt ganz okay dafür. Ich gehe jetzt hier einmal an der Seite rein. Und schaue ich mal, dass ich hier schon mal die erste Wimper mache. Ups. So, und jetzt mache ich die zweite auch direkt darüber. Jetzt gehen wir einmal zu der anderen Seite und dann machen wir das genauso. So. Jetzt machen wir die erste hier ungefähr hin. Und die zweite müssen wir etwas darunter setzen. So, und jetzt fehlen noch die Augenbrauen. Hier kommen wir wahrscheinlich ein bisschen zu nah an die Blume dran. Aber das ist nicht schlimm. Und hier auf der anderen Seite dann genauso. Einmal.
Müssen wir wahrscheinlich einmal eine Masche weiter nach links. So, machen wir das hier einmal fest. Können wir das hier einmal abschneiden, dann verknoten oder wieder im Kopf verschwinden lassen. So, und jetzt haben wir die süße Ente Franny fertig gehäkelt. Genau, jetzt sind sie schon zu dritt hier. Einmal hier. Einmal hier. Und einmal in diesem Farbton. So. Ist ja richtiger Entenalarm hier. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Anleitung, viel Spaß beim Nachhäkeln. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß gehabt und ja, meldet euch gerne in den Kommentaren. Ich würde mich sehr drüber freuen und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Tschüss, ihr Lieben. Eure Silvi.